Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Gabi Berci und ihren beiden Slowaken, Skrüten und Zuza. Und meiner Wenigkeit, Uli Berci. Heute als Kameramann tätig und Gabi ist die Hundeführerin. Wir möchten euch in Form eines kleinen Hindernisparcours aufzeigen, so Koordinationsübungen, Präzisionsübungen, Zusammenarbeit, fördernde Zusammenarbeit und Vertrauensübungen. Vertrauen schaltet Gene ein, Epigenetik lässt grüßen. Und wenn ihr so Dinge machen könnt, dann sage ich, ist alles möglich. Es hat ganz viel mit Gehorsam zu tun und eben schon, wie gesagt, mit Vertrauen. Es ist eine Aufgabe, die viel Kraft benötigt und vor allem Kopfarbeit. Kopfarbeit, ihr werdet das sehen im Verlauf der Übungen, die Hunde sind durch und durch durch, das ist wie 2 Stunden spazieren gehen oder noch länger. Und erfüllt die Hunde natürlich auch. Ja, und mehr gleich. Viel Spaß! Die nächste Disziplin oder die erste Disziplin, den Hund verpacken, so in einem Postpaket. Da ist die Herausforderung, dass das Vertrauen so groß ist, dass man den Hund reinsetzen kann. Und dass er sich so schlapsig macht, dass man ihn auch ablegen kann. So. Das ist wirklich eine Vertrauensübung, weil der Hund hat eigentlich kaum Platz. Und wenn er sich so reinplumpsen lässt, die Knie anzieht, dann funktioniert das. Genial, super. Bravo, Gabi. Bravo, Skrüten. Und der andere Hund muss in der Zwischenzeit schön warten, bis er auch an der Reihe ist. Übrigens handelt es sich hier bei diesen Hunden um forschte Hunde. Das sind slowakische forschte Hunde oder slowakische Raubärte. Es ist eine ganz junge Rasse. Ich glaube, knapp 50 Jahre werden sie mit Papieren gezüchtet. Sie stammen aus Weimaraner. Mal Český Fusek, also böhmisch Raubart oder Pudelpointer. Und im Ursprungsland ist es immer noch möglich, dass direkt Pudelpointer, böhmisch Raubart oder Weimaraner eingekreuzt wird. Und die Zuza ist auch ein Direktimport von der Slowakei. Ich glaube, ihr Großvater ist ein Pudelpointer. Man sieht das auch noch ein bisschen so in ihren Haaren da. So, und auch Zuza hat das super gemeistert. Vielen Dank. So, hier die nächste Disziplin. Der Hund muss sich auf einen ganz knapp gebauten Blumentopf setzen. Oh, sieht man das von hier noch ein bisschen besser. Wow, super, Skridi. So, und dasselbe in grün. Also mit Zuza, weil er hat schon selber einen Plan, was man da alles machen könnte. So. Wow, super, bravo.
Man sichert sich auch da ein bisschen diesen Blumentopf, dass er nicht umfallen kann. So, nächste Disziplin. Oh, freiwillig. Wenn die Hunde mal wissen, was zu tun ist, dann ist das ganz einfach. Und die Blöcke dort drüben, das ist so fast wie der Ruhepol. Also da, auch das sollen sie sich merken, da geht es um nichts mehr. Der Hund hat da zu warten, oh, auch wenn es ganz lustig wäre, weil die Kaninchen herumhopseln. Was auch wieder eine ganz coole Disziplin ist, ist das Leitenlaufen. Über die Leitenseigel, nicht ohne das Ganze. Hier zuerst so auf einer Höhe, wo der Hund ohne weiteres zwischen runtertreten kann. Das ist aber überhaupt kein Problem, sondern ich finde es sogar ein Vorteil. Früher im Katastrophenhundebereich haben wir das immer so aufgebaut, dass zuerst der Hund zwischen den Seilen laufen konnte, was einfach überhaupt strengstens verboten ist. Ist links oder rechts von einem Hindernis auszuscheren. Da kann sich eigentlich der Hund von einer Arbeit drücken und belohnt sich selber, indem dass er weg ist. So, dasselbe mit Skrüten. Die slowakischen Forstehunde sind eher so die gemütlichen Hunde, sind aber auch im Alltag dadurch viel angenehmer zu führen als manche Ferraris der Forstehunde. Haben vielleicht ein bisschen eine höhere Reitschwelle, ein bisschen weniger Jagdtrieb als einige Artgenossen von ihnen, von den anderen Forstehunden. Aber machen ihre Arbeit genauso gut. Wie die anderen sind aber eher so für den Alltag gemütlicher zu halten. Und wie man sieht, auch schön ruhig zu arbeiten. Und das finde ich halt auch eine klasse Sache. So, jetzt kommt die nächste Höhe zu überwinden. Jetzt sind schon zwei Blöcke, also es geht noch knapp, dass der Hund zwischen die Seigel treten könnte, aber ist schon nicht mehr so einfach. Und jetzt braucht es Präzision. Und vor allem die Schwierigkeit ist, die Hunde haben das Gefühl, hinten die Beine, die sind nur zum Antrieb da. Und da müssen sie wirklich das Körpergefühl entwickeln, bis sie es begreifen, den hinteren Fuß. Jawohl, genau, links oder rechts geht gar nicht. Bis sie es begreifen, vorne treffen sie präzise, hochpräzise die Seigel. Hinten müssen sie es wirklich herausfinden. So, und jetzt sieht man das ganz genau. So. Sehr schön. Wenn ich von weniger Jagdtrieb spreche, dann keine Angst, meine Lieben. Es ist genügend vorhanden. Ich habe sogar in den letzten Jahren als Wildhüter den Skrüten noch als Diensthund eingesetzt. Auf Nachsuchen. Wenn's. Ja, jetzt hat er einen neuen Plan. Das ist aber auch gestattet, kann man machen. So, tipptopp. So. Wenn es einfacher geht, oh, super. Und der hat sein Ding absolut perfekt gemacht. Super Riemenarbeit. Wenn es Härte und Schärfe verlangt, wurde, zum Beispiel bei einer Hatz, dann hat er das auch gezeigt und gemacht. Und Gabi hat mit ihm die Zuchtprüfungen sowie eine VGP erfolgreich geführt. Und er ist ein ganz berühmter Zuchtrüde. Wieder ein Block draufgesetzt. Nein, komm. Hey.
So, jetzt ist es hier an unserem Ostersonntag schon recht warm. Die Hunde hecheln, aber das Hecheln kommt auch von der Ermüdung. Der Akku ist jetzt schon recht verbraucht. Langsam. Leitere. Langsam. So. Vier Blöcke, also recht hoch jetzt. Und jetzt noch mit Sküten. Auch wieder die vier Blöcke. Oh. Langsam. Ja, und jetzt sieht man es gut. Es muss wirklich, die Hinterbeine müssen präzise abgestellt werden, sonst geht nichts mehr. Wieder eine Stufe schwieriger. Zuza wieder als Vormacherin. Das ist übrigens ganz ein tolles Instrument, wenn Hunde ein bisschen so Mühe haben mit solchen Begehungen, dass sie zugucken können, weil das hilft natürlich ganz viel. Also die Hunde schauen sich ganz viel an. So, und so viel zum Jagdtrieb. Also, die können sogar vorstehen, sind ja auch Vorstellungen. Ja, und das ist doch einfach auch genial. Wunderschöne Bilder. Wunderschöne Bilder. Das nur so nebenbei. Ist keine Fotografie. So, die nächste Disziplin, wieder ein Schwierigkeitsgrad höher. Die Leiter, der Kanal, jetzt über den Blumentopf laufen. Die Gefahr besteht, dass der Hund nicht das macht, was man möchte. Unbedingt immer mit der Leine arbeiten. Und jetzt ist hier Überzeugungskraft gefragt, dass man sich durchsetzen kann. Was möchte man, ohne zu viel Druck aufzusetzen? Weil es ist wirklich schwierig. So. Bravo, Gabi. Hey! Ich hoffe, wir konnten euch wieder das ein und das andere zeigen, euch motivieren, auch so Experimente zu machen. In der Arbeit von der Präzision, Koordination, Zusammenarbeit, Vertrauensübungen. Schleppt den Hund nicht über solche Hindernisse, er muss es selber erarbeiten, er muss es selber wollen.
Es ist nicht einfach, aber ihr schafft das. Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr einen riesen Schritt vorwärts gemacht in der Führigkeit. Also, in dem Sinn, toi 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 beim Umsetzen, viel Spaß. Bleibt gesund, bleibt negativ. Tschüssi.